Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3, der Graf von Dithmarschen. Wir befinden uns momentan von Feinden umzingelt in zwei Kriegen, nämlich einmal im Krieg gegen Deutschland um das Herzogtum Friesland, das beherrscht wird von unserem Herzog Özenhild II., dessen Vater der Bruder von meinem Großvater war. Und somit gehört dieses Land eigentlich in unsere Dynastie und somit auch unter die Kontrolle unseres Dynastieoberhaupts, welches ich bin. Und ich bin der König von Dithmarschen, also gehört dieses Land einfach auch in das Königreich Dithmarschen, nachdem es jetzt fast 100 Jahre nicht mehr unter unserer Kontrolle lag, wieder zurück in unsere Dynastie, in unsere Herrschaft. Gleichzeitig erweitern wir uns Richtung Osten, in das Herzogtum Wilsenland. Dort geht es gerade um diese beiden Provinzen. Weil wir arrogant sind, lassen wir den König von Alba diesen Krieg für uns führen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, kann ich jetzt auf Play drücken. Und wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Hier werden wir leider geplündert, und zwar gar nicht mal zu wenig. Wenn die jetzt Dithmarschen plündern, dann muss ich echt was dagegen tun. Mein Pferd macht etwas. Mein Bruder Prinz Volkbald beäugt Tenzindur eingeht und nickt zustimmt. Ihr habt da ein prächtiges Rosskönig. Wenn ich einmal mit ihm ausreiten dürfte, würde ich ihm eine große Ehre erweisen. Zynisch, paranoid, demütig. Er mag uns nicht, aber wir haben, glaube ich, kein so schlechtes Bild von ihm. Gleichzeitig sind wir arrogant und gefühllos. Ich würde sagen, niemand außer mir reitet Tenkendur, passt besser zu unserem Charakter. Ah! Marschieren die hier auf die Plünderer? Die marschieren auf die Plünderer, der König von Alba. Es ist ein Traum. Der König von Alba verteidigt Dithmarschen. Während ich mit Mische im Städtchen war, fiel ihm ein Verbrecher auf, der an den Pranger gekettet war. Mische hob den Kopf und machte allen deutlich, dass ihn das Flehen des Verbrechers um Wasser nicht scherte. Er wird auch gefühllos. Nee, arrogant. Genau wie ich. Genau wie sein Vater. Ich würde sagen, warum? Also, wir sehen es ja genauso wie er. Also, weist ihn in seine Schranken, ist die Antwort, die ein arroganter Vater seinem arroganten Kind wohl geben würde. So, jetzt seid mal bitte rechtzeitig da. Ihr seid zu spät. Warum? Ihr seid ja nicht mehr im Krieg mit ihm. Dithmarschen wurde. Das kostet mich viel Geld. Sie ist 71. Wir sind gefühllos. Sie hat gute Arbeit geleistet, aber ich glaube nicht, dass unser Charakter Geld bezahlen würde, um einen in seinen Augen unwichtigen Höfling freizukaufen. Stand gerade ein Geheimnis offenbart. Oh nein. Ein Orming? Wer gehört bei das? Das Haus Orming? Sagt mir gerade gar nichts. Aber wir haben herausgefunden, dass er ein Perverser ist. Ja, weil er homosexuell ist scheinbar. Ja, wir als gefühlloser Herrscher werden ihn auf jeden Fall erpressen damit erstmal. Auf jeden Fall. Ja, Dithmarschen wurde geplündert. Diese Armee hat jetzt 193 Gold dabei. Die fehlen mir natürlich, aber ich kann wie gesagt nichts machen. Ich habe keine 3000 Mann, die ich besiegen könnte. So, wir haben das Druckmittel gegen ihn bekommen. Das können wir vielleicht später irgendwann noch benutzen. Das ist egal. Eine gefährliche Fraktion. Jemand will das Königreich von Dithmarschen. Es gibt drei Unterstützer. Prinz Hugo unterstützt sich selbst. Können wir hier meinen Sohn mit meiner Nichte verheiraten? 170, Mann. Du bist eigentlich viel wichtiger. Du hast aber keine Kinder. Aber wen können wir denn mit dir verheiraten? Können wir vielleicht. Habe ich eine Tochter? Nee, habe ich nicht. Volkbald. Diese Fraktion ist wirklich ein Problem für uns. Ich hätte gerne ein Bündnis mit Prinz Hugo tatsächlich, mit meinem Bruder. Er selbst möchte ja kein Bündnis so mit mir aushandeln. Ich denke fast, dass es darauf hinauslaufen wird, dass ich eine Heirat zwischen meinem Sohn
und meiner Nichte. Sie ist bucklig, aber er ist ja auch nur, er ist mein jüngster Sohn, ne? Ich glaube, ich werde eine Verlöbnis arrangieren zwischen unseren Familien, zwischen meinem Sohn und meiner Nichte. Für die Politik. Was ein gefühlloser Charakter halt zum Glück auch nicht lange bedenkt, nicht so wie ich. Sondern müsste er jetzt hier aus der Gruppe rausfliegen, sehr schön. Und damit könnt ihr kein Ultimatum mehr stellen. Erstmal wieder unter Kontrolle bekommen. Ich möchte, dass die Kriege vorbeigehen, dass wir uns ein bisschen auf unsere heimischen Angelegenheiten kümmern können. Mein Ratspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Mein Prinz Hugo schmiedet Ränke, das Opfer meinen Sohn und Erbe mische. Ich habe gerade ein Bündnis mit Prinz Hugo geschlossen. Und finde jetzt raus, dass er meinen ältesten Sohn umbringen möchte. Unglaublich. Ich finde, ich hätte jetzt eigentlich das Recht, ihn einzukerkern, vielleicht. Wieso kann ich nichts dagegen tun, dass er meinen Sohn töten möchte? Ich finde, mein Ratspitzel sollte eventuell wieder aufhören, Geheimnisse aufzuspüren, sondern Komplotte zu stören. Mit meinem Sohn nichts passiert. Gleichzeitig möchte ich noch weiter rausfinden. Er soll weitermachen. Ich will noch mehr rausfinden, was bei uns am Hofe los ist. Ihr könntet ein bisschen besser und schneller mal belagern. Das wäre ganz nett. Das hier wird sich auch noch ewig ziehen, bis wir hier den Ticking War Score so weit oben haben, dass wir gewinnen. Währenddessen verliert er alle seine Kriege. Der König von Deutschland. Sehr, sehr schwach momentan. Ja, ich mach mal fünffache Geschwindigkeit, während wir darauf warten, dass hier die Belagerung vorbei ist. Never mind. Ich mache erstmal einen Kriegsführungsvorzug. Und nehme Treue und Respekt. Das ist nicht wirklich zu unserem Charakter, aber ich denke, zu Galan möchte ich ja schon gerne hinkommen. Das ist eigentlich das Ziel für meinen Charakter. Was haben wir hier noch? Können wir Geld... Ja, nee, Lösegeld nur. Naja, 10 Lösegeld, immerhin. Ein Graf aus Friesland. Warum sollten wir ihn nicht freikaufen lassen? Er ist ein guter Christ. Wir haben zu wenig Ritter, das ist auch traurig. Können wir momentan nicht viel gegen machen. So, Helibard braucht einen Vormund, das ist mein Sohn. Mein Sohn ist herrisch und wird ausgebildet in Verwaltung. Dann soll er doch jemanden kriegen, der... Mein Ratsspitzel eventuell... Oder Stislav. Ich werde Stislav nehmen. Mein Erzbischof soll ihn ausbilden. Das finde ich ist in Ordnung. In Verwaltung. Das kann weg. Das kann auch erstmal weg. Ja, darum muss ich mich mal kümmern, aber naja. Das ist nicht so wichtig. Wenig Kontrolle. Ja, Dithmarschen. Darum muss ich mich kümmern. Das ist wichtig. Wir haben keine Kontrolle mehr in Dithmarschen. Wir wurden geplündert. So. Bringt die Kontrolle wieder hoch. Ich will mein Geld zurück. So, die 10 Gold, die helfen uns jetzt erstmal wieder weiter ein bisschen den Krieg, die Kriege fortzuführen. So, jetzt haben wir das Kriegsziel komplett. Ja, keine Zeit verschwenden, wenn du nichts mehr rausfindest. Störe weiter die Komplotte. Ich will, dass mein Sohn nicht stirbt. Also, das wäre furchtbar. So, meine Tochter wurde geboren. Sehr interessant. Wie wäre es denn, wenn wir dich nach Emma einfach benennen? Nach Königin Emma. Immer. Sie heißt ihn Immer, weil Emma wäre zu Immer. Das macht ja auch Sinn. Und eine schwierige, gefährliche Fraktion. Dieselbe wie eben. Noch sind sie nicht stark genug. Gleichzeitig kann diese Freiheitsfraktion von... Ja, zu Kaspar, der immer stärker wird. Er alleine ist stark genug, seine Freiheit zu... Feudalisier doch bitte einfach. Das war deine Aufgabe. Deine einzige Aufgabe war es, zu feudalisieren da oben. Und du machst gar nichts. So, warum ist denn jetzt deine Mutter die Erbin? Dieses Kind geht mir nämlich auch ganz schön auf den Senkel. Und ich denke, wir sollten mal versuchen, ihn umzubringen. Das passt zu unserem gefühllosen Charakter auf jeden Fall. Und es hat sich direkt ein Agent angeschlossen, aber ich denke, wir kriegen ja noch weitere rein. Ja, gegen ein bisschen Geld wären da welche verfügbar.
Plot Stärke, Erfolg, Chance. Was kostet mich das denn? 13 Gold ist sehr, sehr günstig. Das mache ich auf jeden Fall. Der wird ein bisschen teurer sein, höchstwahrscheinlich. Auch 13 Gold, 26 Gold. Können wir uns leisten. Lade ich auch ein. Das ist mir wert. So, das ist hoffentlich genug Chance, dass er stirbt. Und währenddessen warten wir darauf, dass unsere Kriege ja, beendet werden. Mein Verbündeter ist jetzt nach Estland direkt marschiert. Mein Pferd ist krank, oh nein. Was auch immer geschehen mag, es ist wieder, ja, ich denke, das passt zu unserem Charakter besser. Was wird unser Charakter sagen? Ich glaube nicht, er ist gefühllos. Er wird kein Geld für sein Pferd ausgeben. Also mal sehen. Unser Pferd ist gestorben. Es war ein kurzes Vergnügen, aber so ist es. Wir sind arrogant. Ich persönlich hätte gerne die andere Variante genommen, aber das wäre nicht roleplay-mäßig gewesen. Meine Nichte wurde gefangen genommen. In Alba scheinbar. Alba ist auch wirklich stark. Also Alba ist ordentlich dabei. Während wir ja immer noch sehr, sehr schwach sind nach der Erbteilung. Wir haben nur noch die Hälfte an Männern ungefähr, die unser Vater zur Verfügung hatte. Wir haben 50 Geld durch Ersparnis im Haushalt bekommen. Sehr, sehr gut. Ich bin immer, um euch zu huldigen, Glora, Herr König, als Zeichen meiner Treue. Du hast nur noch einen Arm. Was ist passiert? das ist mir vorher nicht aufgefallen. Er möchte mich huldigen. Du möchtest meinen Sohn umbringen. Ja, ich würde sagen, er darf an den Königshof kommen und mir huldigen. Ich warte geduldig auf meinen Thron, auf die Ankunft von Prinz Hugo, der mir auch schon bald angekündigt und präsentiert wird. Er kniet ehrerbietig nieder und leistet den Eid, dem Reich als treuer Vasall zu dienen. Als Prinz Hugo sich erhebt, stolpert er unbeholfen. Dem gesamten Hof verschlägt es den Atem, als er stürzt und vor mir auf dem Boden landet. Alle Viere weit von sich gestreckt und puterrot vor Scham. Eure Eide sind alles, was für mich zählt. Was für ein Trauerspiel. Er wird der Elegante. Ich bin reizbar und das ist ja wirklich eine reizbare Handlung, die er da macht. Ich glaube, es ist das Letzte. Außer will er meinen Bruder. Er will meinen Sohn töten. Du bist jetzt der Elegante. Herzlichen Glückwunsch. Du bist selbst zu blöd, dich am Hofe deines Königs zu benehmen. Warum ist das eigentlich eine andere Farbe hier? Naja. Die werden jetzt weiter in Estland für mich einnehmen, die Alba-Armeen. Was ja auch in Ordnung ist. Und ansonsten... Ihr seid zu schwach. Ihr seid stark genug. Die Freiheitsfraktion. Ganz ehrlich, was stimmt denn mit dir nicht? Was ist denn dein Problem? Kann ich denn deine... Nee, kann ich nicht. Kann ich ihn beeinflussen? Ich habe deine Sprache gelernt. Er ist furchtbar. Dieser Mensch ist furchtbar. Und er hat immer noch kein Kind mit der Frau, die ein Kind kriegen soll, gezeugt. Und er wird einen Krieg anzetteln, den er nicht gewinnen kann. Denn ich habe Verbündete, die ich in den Krieg rufen werde. Aber es muss doch nicht sein. Er soll doch einfach nur feudalisieren. Hier oben wird geplündert. Ich denke, vielleicht kann ich sie noch... Wo ist mein Armeepunkt? Hier. Vielleicht kann ich sie noch davon abhalten zu plündern. Wenn ich hier meine Armee aushebe, ob denen das Angst macht. So, ich marschiere jetzt dahin und werde das Geld auf jeden Fall zurückholen, was sie geplündert haben. So, 19 Gold zurückgeholt immerhin. Und sehr viel Geld bezahlt pro Monat. Ich laufe ein bisschen in diese Richtung, damit wir weit weg sind, damit wir die Armee wieder auflösen können. Oh nein, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Immer dasselbe. Dass die Verbündeten dann sofort zu meiner Armee kommen. Tut's nicht. Ah, ja. Herzlichen Glückwunsch. Also diese KI, das muss doch verbessert werden noch. Aber naja, so ist es halt leider. Wir halten immer noch die Kriegsziele. Darauf achte ich penibel.
Der Ticking War Score geht also weiter nach oben. Wir machen immer noch wenig Geld, weil Dithmarschen geplündert wurde. Das dauert noch bis zum 14. September. 3 Jahre noch. Das tut weh. Mein Hofrat ist wieder verringert. Er macht mir wirklich, wirklich... Er kann jederzeit ein Ultimatum stellen. Wieso hasst du mich denn so sehr? Kurze Herrschaft, Angriffskrieg. Ah ja, der ist natürlich nicht so gut. Naja, dann wird das wohl ein Krieg gegen. Kann man da nicht viel gegen machen. Wechselnde Interessen. Wer bist du? Ach, du bist der Graf, von dem ich umbringen möchte. Ich habe mir schon dabei zugesehen, wie er mit anderen Kindern spielte, als Graf Strasch plötzlich versuchte, ihn zu Boden zu schubsen. Das verging ja auch schnell wieder, da Mischel bald ein ganz neues Spiel draus machte und schon war das letzte Spiel wieder völlig vergessen. Sprunghaft. Ich würde sagen, er darf sich sowas nicht gefallen lassen. Weil wir sind, also das passt nicht zum arroganten Charakter. Er soll's, ja, er darf sich das nicht gefallen lassen. Exotische Waffen. Neben ihren seltsamen Waren bringen Händler auch fantastische Geschichten aus fernen Ländern mit, die nicht zu bestätigen und voller Wunder sind. Eine Gruppe von schwedischen Krämern gibt vor, singhalenische Gegenstände mitgebracht zu haben, die vom Fernhofe eines großen Herrschers stammen. Maharaja Narendra II. Von die Lambakana Königreich noch dazu. Broa, das Oberhaupt der Händler, grinst finster. Dieses einzigartige Artefakt könnte euch gehören, natürlich zu einem besonderen Preis, großer König. Er ist sadistisch, großzügig könnte er... Eine eher unwahrscheinliche Geschichte. Meine Geldbörse, Schuppenpanzer von geglätteter Machart. Was für ein Gewäsch. Es passt also scheinbar nicht zum arroganten Charakter, eine Rüstung zu kaufen. Ich würde gerade sagen, dass es zum arroganten Charakter passt, eine Rüstung zu kaufen. Wenn sie denn wirklich das ist, was sie versprechen. Ich glaube ihm nicht. Raus mit euch. Ein Leckermaul. Ach, den Grafen, den wir töten möchten. Wenn es eine Sache gibt, der Graf Strasch einfach nicht widerstehen kann, so ist es seine Lieblingsspeise. Doch seine nächste Leckerei wird teils Feigenkuchen und teils Gift sein. Mein Agent wird sie ganz aussehen vor dem Kind liegen lassen. Bonbon Appetit. ja, weg damit. Oh, schade, das Kind ist gestorben. Wieso halte ich Anspannung? Ich bin gefühllos. Ich verstehe es nicht. Ein Kind zu töten sollte gar kein Problem für mich sein. So, und jetzt ist seine Mutter... Ich hatte tatsächlich anders erwartet. Ich hätte erwartet, dass ihr nicht noch mehr... Ich dachte, ich wäre irgendwann Erbe. Naja, dann habe ich das falsch gesehen. Ihre Geschwister erben dann natürlich erstmal noch. Naja, da werde ich mich nicht weiter durcherben. Aber ich habe auf jeden Fall den Sohn von diesem Mann ausgelöscht. Und das ist mir schon mal wert gewesen. Denn oh, interessant, interessant. Der Krieg könnte beendet werden. Und der wird auch beendet. Das ist der Krieg gegen Estland tatsächlich. Dann erzwingen wir die Forderung. Halten jetzt auch dieses Gebiet. So, und da möchte ich doch eigentlich meinem zweitältesten Sohn. Ja, müssten. Die haben auch alle Anspruch darauf, Länder zu bekommen. Ja, also mein zweitältester Sohn, der kriegt dieses Herzogtum. Titel vergeben. Du kriegst das, das, das. Ja, herzlichen Glückwunsch. Titel vergeben. Und ich hätte dich gern zum Herzog gemacht, aber das kannst du auch selber machen, wenn es denn soweit ist. Er ist immer noch stark genug für eine Gräfin Gertrud. Kann ich einkerkern? Was hat sie denn getan? Sehr praktisch. Sie wird sich mit anderen verärgerten Vasallen gegen mich stellen. Dann mache ich das, nachdem der Krieg hier beendet ist. Der Krieg gegen Friesland. Die wird noch munter geplündert, jetzt noch nebenbei. Noch eine Fraktion von dänisch-katholischen Populisten. So. Trost eines Freundes. Eine schöne kleine Pause. Auch okay. Wie könnte ich... Ich möchte diese beiden Regionen, glaube ich, abgeben.
An meinen nächstälteren Sohn wahrscheinlich? Nein. Ich weiß es noch nicht. Das überlege ich mir noch. Auf jeden Fall möchte ich hier, dass dieser Krieg gerne irgendwann mal endet. Das wäre super gut. Er ist auch hart beschäftigt mit lauter Kriegen momentan. Ich könnte noch einen Verbündeten rufen, der den Krieg vielleicht ein wenig beschleunigt, aber gleichzeitig möchte ich das Prestige auch sparen. Sie ist schon wieder schwanger geworden. Wir haben das letzte Mal erlebt, was es bringt, viele Kinder zu haben, nämlich viele Probleme mit der Erbfolge auf jeden Fall. Ja, zumindest Lübeck hätte ich ja gerne behalten. Auch diese ganzen Gebiete haben alle einen Fischer von mir gebaut bekommen, die richtig Geld verdienen. Deswegen macht er auch richtig viel Geld hier. Aber naja. Was ist hier passiert? Als ich mich gerade für die Nacht zurückziehen will, spielt sich vor meinen Augen eine unfassbar unterhaltsame Szene ab. Mein Gast Rengnalda verfolgt nackt wie am Tag ihrer Geburt meinen Hofnarren mit einer Axt. Kommt hierher, gebt mir meine Kleidung zurück oder ich hacke euch in Stücke, schreit Rengnalda. Mich kriegt ihr nie. Ich brauche eure Kleider, um mir mein kuscheliges Narrennest zu bauen. Stislav kichert und will einen Arm voll gestohlener Kleidung davontragen. Genau das, was ich brauchte. Oder ungeachtet dessen, wie lustig das ist, gebt ihre Kleidung zurück. Nein, genau das, was ich brauchte. Und sie hat 5 Jahre lang keine Gewandung. Tja, dann muss jetzt 5 Jahre lang dein Kleid hinterherlaufen. Dumm gelaufen. Sehr witzig. Ja, so Hobby-Events sind schon nicht schlecht. Ein freundlicher Austausch. Ich benutze gerade überhaupt gar keinen Komplott und ich würde gerne... Ich werde jetzt hier die Beeinflussung versuchen. Es kann ja nicht sein, dass wir uns so sehr hassen. Das müssen wir mal ein bisschen... Ich habe sogar die Sprache von ihm gelernt. Darüber sollten wir mal reden, denke ich. Und immer noch Minus, obwohl ich meine Armee nicht aushebe. Kann ich Geld vom... Nee, kann ich nicht. Wann können wir denn wieder Geld vom Papst anfordern? Wann ist es denn... Das Pontifikat ist ganz schön groß geworden hier in Italien. Wir dürfen fragen... Nee, wird nicht annehmen, weil... Wir gegen jemanden vom gleichen Glauben Krieg führen. Das sollten wir natürlich möglichst schnell dann unterbinden. Noch eine Tochter. Nennen wir sie nach meiner Mutter Nicolena. Und das hier dauert einfach noch ewig. 40 Monate dauert es noch, wenn wir jetzt einfach nur abwarten. Ausreichend Friedensstifter. Das bringt schon mal 10% mehr Friedensannahme. Jetzt wird er bei 90 schon mal aufhören. Das heißt nur noch 30 Monate. Und falls ich einfach schnell nochmal Oldenburg... Ich glaube, ich werde Oldenburg einnehmen. Wo ist mein Militärsammelpunkt? Ich weiß es gerade nicht. Du machst es jetzt über den. Was ist denn hier los? Gegen wen bist du im Krieg? Gegen... Mein Bruder ist gegen meinen Bruder im Krieg. Und es geht um Aalborg. Unschön. Kann ich aber auch nicht viel gegen machen momentan. Ich werde mein Kriegsvolk hier ausheben und Oldenburg einnehmen. Ich selbst werde die Armee führen. Ein Bauernaufstand. Größere Autonomie in allen Grafschaften der Fraktion. Wer seid ihr denn? Welche von den... Hier unten. Die Freiheitsfraktion? Nee, seid ihr nicht. Wer stellt denn hier gerade das Ultimatum von euch? Es könnte Wolgast sein. Scheint insgesamt nur eine einzige. Ich würde ihnen einen Steuererlass gewähren. Ich habe gerade überhaupt keine Lust auf einen Krieg gegen Bauern. Achso, weil ich die Truppe rausgeholt habe. Ich kriege 75 Gold von meiner Freundin. Einfach so. Sehr, sehr nett. So, welche Fraktion ist jetzt weg? Eine der Bauernfraktionen ist jetzt weg. Okay. Naja. Aber hier, Dithmarschen hat es doch jetzt nicht getroffen, oder? Nein, nein, nein. Doch, es hat Dithmarschen getroffen. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Da hätte ich mal vorher... Wieso habe ich nicht rausgefunden, dass es der Bauernpöbel aus Dithmarschen ist? Naja, ich werde jetzt hier diese Stadt Oldenburg noch einnehmen. Das ist dann die letzte Sache für diese Episode, würde ich sagen. Und... Dann hoffe ich, dass wir genug Prozente haben, um den nächsten Krieg hier zu beenden. Weil ich könnte auch nochmal weiter marschieren in Richtung Minden.
Aber ja, ich denke mal, wenn wir dann in Minden angekommen sind und die Belagerung hier vorbei ist, dass wir den Krieg beenden können gegen Deutschland. Und dass wir uns dann endlich um unser eigenes Reich kümmern können. Das wird es dann wahrscheinlich in der nächsten Episode geben. Die interne Verwaltung unseres Reiches, um hier ein bisschen Ordnung zu schaffen. Denn das, was hier passiert, gefällt mir gar nicht. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Episode wieder ein. Und sage bis dahin, euer Mische.